Muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch blöde. Kann man die eigentlich auch so ausschalten? Nein. Aber ich kann die auch mit einem Nahkampf ausschalten. Filter. Werde ich hier einen Filter brauchen? Ich will keinen Filter brauchen. So, also hier in der Mitte scheint es ja erstmal nicht weiterzugehen, ne? Dementsprechend hat es sich voll gelohnt, hier lang zu kommen. Dann werden wir nach unten müssen und dann von unten da auf die andere Seite rüber. Was als Info natürlich prinzipiell auch geil ist, wenn man das halt vorher hat. Und ich wäre tatsächlich immer noch lieber geschlichen. Dürften ja eigentlich nicht mehr so viele. Feinde unterwegs sein, oder? Wir haben wieder eine Lampe direkt über uns, das ist natürlich auch nicht schön. Uiuiui. So, ich vermute prinzipiell müssen wir eher in diese Richtung hier. Die Frage ist, sind hier jetzt auch schon Faschisten unterwegs und wissen die auch, dass wir kommen? Guck mal, da ist einer. Also kein Faschist, sondern einfach nur ein Soldat. Da ist es wahrscheinlich eher ein Kommunist. Aber der hatte keine Ahnung, wo wir sind. Der wusste nur hier, irgendwas ist hier los. Aber der hatte keine Ahnung was. So, dann kriegen wir mal hier hoch, wa? Sind das Verletzte oder Schlafende? Kann ich gerade nicht so ganz beurteilen. Macht das diese scheiße Lichter wieder aus? Nein. Aber hier unten hat das was ausgemacht. Da werde ich ja neugierig. Guck mal, hier war ein Checkpoint. Giftige Luft. Soll ich einfach da unten lang? Ich kann nicht da unten lang. Bist du verrückt? Da war verseuchtes Wasser. Und ich brauche einen Filter. Ja, gut, ich habe volle Filter, aber ich will da eigentlich trotzdem nicht lang. Das wäre vielleicht was, falls ich von der anderen Seite auch nochmal entdeckt werde. Prinzipiell möchte ich hier zumindest mal gucken, wie weit es hier geht.
da steht ein Panzer, ne? Na gut, wir hatten auf jeden Fall einen Checkpoint, also könnten wir theoretisch mal da unten gucken gehen. Aber da brauchen wir halt unsere Gasmaske für, ne? Dementsprechend werden wir auch wieder Filterzeit verbrauchen. Aber wenn das Spiel meint, das ist unser Weg hier, dann ist das wohl unser Weg. Ich glaube, das Spiel meint nicht, dass das unser Weg ist. Das ist spannend. Ein Nachtsichtgerät. Okay, aber ich brauche hier noch einen Schlüssel. Wenn ich mir halt durchaus vorstellen könnte, dass der oben irgendwo ist. Da ist er doch. So, dann gucken wir mal, was in dem Safe drin ist. Munition! Und zwar Military Grade. Also quasi Geld. Trotzdem könnten wir mal eine neue Maske gebrauchen. Na gut, aber das heißt, dass wir natürlich hier direkt durch die Front müssen dann, ne? Ach Gott, ich hoffe, ich verpasse dieses blöde Tagebuch nicht. So, Checkpoint. Wir stürmen jetzt die Front. Wir machen jetzt im Alleingang das, was die ganzen Kommunisten mit ihrer kompletten Armee nicht geschafft haben. Wieder ein Checkpoint. So, hier muss es doch jetzt langsam irgendwelche Möglichkeiten geben, daran vorbeizukommen, ohne entdeckt zu werden. Ich habe das Gefühl, die haben mich schon entdeckt. Okay. Weiß ich schon mal Bescheid? Ich sollte mich von denen entdecken lassen und dann am besten wieder zurückstürmen und dann vielleicht mit der Gatling Gun da hinten arbeiten. Ich habe halt noch nicht wirklich irgendwelche anderen Optionen hier, ne? So, wir haben den Gatling-Gunner da oben ausgeschaltet. Jetzt kommen die Faschisten hier gucken. So, hä? Jetzt haben wir halt die ganze Front gegen uns aufgebracht, ne? Wenn die jetzt immer ein bisschen weiter nach hier hinten locken können.
Die brauchen ja erstmal einen Grund, warum sie so weit vordringen sollten, ne? Den müssen wir denen erstmal bieten hier. Die nächste Welle. Ich weiß nicht. Ich habe immer noch das Gefühl, dass es nicht unbedingt der Weg, wie das hier gedacht war. Aber gleichzeitig habe ich halt auch das Problem, dass ich zumindest ab diesem Punkt hier nicht mehr wirklich sehe, wie man das anders machen könnte. Das große Problem, was ich jetzt hier an dieser Stelle habe, dass ich die Kommunisten vorher ausgeschaltet habe. Dass die irgendwie für Ablenkung gesorgt hätten sonst. Könntet ihr bitte einfach sterben? Danke. War das jetzt so schwer? Das sind noch mindestens drei, wenn ich das richtig gesehen habe. Da sind zwei und hier links war auch noch einer. Die kommen aber auch hinter ihren Befestigungen da nicht vor, ne? Was heißt, dass ich da auch nicht richtig drauf zielen kann? Wenn man meint, man würde treffen und trifft dabei eigentlich gar nicht. Das ist furchtbar. Die Distanz ist die Waffe halt nicht so geil, ne? Da müssen wir noch aufpassen, dass wir hier nicht drauf gehen. Nebenbei hole ich halt schon mal so ein bisschen Munition zurück, ne? Das ist halt das Gute, dass sie alle die gleiche Waffe benutzen wie ich. Oder zumindest den gleichen Waffentyp, nicht die gleiche Waffe. Wenn es irgendwie machbar wäre, würde ich in solchen Situationen tatsächlich lieber schleichen. Aber man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass das Spiel hier an dieser Stelle was anderes vorgesehen hat.
Also ich habe das Gefühl zumindest, weil es ist schon... Also das sind schon teilweise Stellen, wo ich halt keine Ahnung habe, wie ich das... auf schleichende Art und Weise hätte machen sollen. Ne, hier über die Front kommt zum Beispiel. Das ist jetzt also das Reich der Faschisten hier, ja? Und waren die Kommunisten schon wieder vorbei. Das ging sehr schnell. Reich. Okay, mit sowas muss ich ein bisschen aufpassen. Ah, danke. Checkpoint. Das heißt für mich so viel wie, ich habe hier die Verteidiger an dieser Stelle erstmal ausgeschaltet. So, und unser Munitionsvorrat ist auch weiterhin auf Maximum. Das ist doch schon mal ziemlich cool. Der ist gepanzert, da kommen wir nicht durch, ne? Das heißt umgehen. Aber wir hatten ja hier gerade erst den Checkpoint. Und das ging doch hier jetzt auch irgendwo runter, ne? Zum Beispiel hier fallen lassen. Prinzipiell würde mich jetzt allgemein interessieren, ob ich hier irgendwo lang gekonnt hätte. Hätte man den Sprung schaffen können? Den Sprung hätte man schaffen können, ne? Ha. Na gut, dann wäre das vielleicht jetzt irgendwie der Weg gewesen, den ich theoretisch hätte nehmen sollen zum Schleichen. Aber es geht ja auch so. Aber alle Wege führen nach Rom. Wir kommen wieder hier oben raus. Soldaten der Roten Armee, eure Munition und eure Rationen sind knapp und eure Abwehrmaßnahmen fallen ab. Die Unterdrückung der Kommunisten... Müssen wir an denen da jetzt irgendwie vorbeikommen? Wie kommen wir an dem vorbei? Vor allem können wir die Leute von hinten aus ausschalten. Oha. Komm. Licht machen wir raus. Okay. Der setzt dann also zurück. Das ist auch gut zu wissen. Das ist natürlich schon so ein bisschen mies. Mit dem werden wir wahrscheinlich noch mehr Spaß haben. Kann ich mir gut vorstellen.
Oh Mann.